Sie werden auf der ganzen Welt gelesen, Comics. Was vor mehr als 160 Jahren bei Karl Spitzweg, Wilhelm Busch und anderen als Bildergeschichten begann, hat sich seit der Erfindung des Films zu einer eigenen Literaturform entwickelt. Die einen lieben sie, die anderen verpönen sie. Wie auch immer. Unzählige Produkte kämpfen um ihr Publikum. Jeder Comic hat seine eigene Geschichte und manchmal wird aus der Geschichte auch ein Comic. Die Geschichte einer ganzen Stadt. Basel. Eine Stadt voller Leben und Charme. Eine Stadt mit weltbekannter Industrie und zahlreichen Museen. Eine bunte Vielfalt verschiedener Kulturen. Eine Stadt am Rheinknie im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Sicher, offen, friedlich. Das war nicht immer so. 1349 bis 1356 gehören zu den 7 der dramatischsten Jahre der Geschichte der Stadt Basel. In ganz Europa werden die Juden zusammengetrieben, verfolgt und ermordet. Man schiebt ihnen die Schuld an der Pest in die Schuhe. So auch in Basel anno 1349. Nachdem man sich der angeblichen Brunnenvergifter entledigt hat, zieht die Seuche dennoch ein in die Stadt. Und wie wenn das nicht genug gewesen wäre, legte am 18. Oktober 1356 eines der schwersten Erdbeben die Stadt in Schutt und Asche. Pandemien, Antisemitismus und Katastrophen, 3 hochaktuelle Themen. Doch wie wird aus historischen Ereignissen ein Comic? Bruno Waldvogel Frei hat ein Musical geschrieben, Basilea, und hat mich gefragt, ob ich daraus einen Roman machen würde. Und so ist Die Todgeweihte entstanden. Dann kam die Sprache auf, ob vielleicht ein Comic oder eine Graphic Novel möglich wäre, aber damit hatte ich gar keine Erfahrung. Und so habe ich Michael Bregel gefragt, ob er sich so ein Projekt vorstellen könnte, und er hat zugesagt. Berlin, Joachim-Friedrich-Straße. Hier arbeitet Michael Bregel. Neben seiner journalistischen und künstlerischen Tätigkeit hat sich der gelernte Politologe einen Namen als Übersetzer von Comics gemacht. Ein Comic zu schreiben funktioniert am Anfang zunächst ganz ähnlich wie die Herangehensweise eines Schriftstellers an einen Roman. Am Anfang steht natürlich die Idee, in diesem Fall die Idee zu Basilea von Bruno Waldvogel Frei, der daraus ja auch ein Musical entwickelt hat. Wir haben dazu auf Basis der gleichen Geschichte einen Comic gemacht, an dessen Anfang nach der Idee erstmal ein Exposé kommt. Ein Romanautor würde das auch machen, um seine Story erstmal kurz zu skizzieren. Nach der kurzen Skizze wird diese Skizze der gesamten Handlung Schritt für Schritt ausgeweitet, bis man ein Storyboard bekommt, wo quasi in Prosa schon jede Seite, die später im Comic Comicseite sein soll, handlungsmäßig vorerzählt wird. Und aus diesem Exposé entsteht dann das eigentliche Drehbuch für den Comic, das sogenannte Skript. In diesem Drehbuch, das man sich tatsächlich genauso vorstellen kann wie ein Filmdrehbuch, ist haargenau alles beschrieben, was man hinterher in Bild und Text im Comic sehen soll. Nämlich zum einen die Dialogtexte, die die Figuren im Comic sprechen oder die in Textkästen beigefügt sind. Zum weiteren die groben Seitenaufbauten, also wie viele Bilder auf der Seite zu sehen sein sollen und wie die aufgeteilt sind. Und wenn man den Zeichner nicht so gut kennt oder nicht direkt mit ihm zusammenarbeiten kann, dann schreibt man als Skripter normalerweise auch ein konkretes Layout. Das heißt, man sagt zu jedem einzelnen Comicbild ganz genau, das ist die Perspektive, diese Leute sollen zu sehen sein, sie sollen so und so gestikulieren, man soll ihnen diese und jene Gedanken ansehen. Und wenn das dann funktioniert hat, dann hat man am Schluss, wie ein Filmer auch, ein Drehbuch in der Hand. Das bekommt der Zeichner. Und wenn es gut geklappt hat, dann kommt dabei hinterher ein guter Comic raus. In der Zwischenzeit macht sich in Basel der Zeichner und Illustrator Roloff auf Spurensuche. Er kennt die Vorstellung der beiden Autoren. Aber wie setzt man das bildlich um? Wie lebten die Menschen im 14. Jahrhundert? Wie sahen ihre Kleider, Häuser, Geräte aus? Wie sah die Stadt Basel damals aus? Ein guter Zeichner muss sich intensiv mit diesen Dingen auseinandersetzen. Dann entstehen die Entwürfe.
Sind alle zufrieden, entstehen die Reihenzeichnungen. Sie sind anfänglich nur schwarz-weiß. Noch einmal werden sie von Autor und Lektor begutachtet. Dann werden die Seiten koloriert. Es gibt sehr, sehr wenige historische Comics. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht, aber vielleicht können wir da mit Basilea ja eine schöne Tradition begründen. Die zweite große Herausforderung bei Basilea, der Graphic Novel, war, dass ein sehr, sehr klarer theologischer Diskurs geführt werden sollte im Rahmen der Geschichte, dass also verschiedene religiöse Anschauungen und philosophische Anschauungen, die ein bisschen vom Religiösen weggehen, in der frühen Renaissancezeit, im späten Mittelalter aufeinander prallen sollten. Und das in einem Comic darzustellen, ist schon wirklich eine Herausforderung, wo man über manche Textteile, vor allem über Dialogteile, wenn sich Christen, Juden und Humanisten über inhaltliche und wertemäßige Zusammenhänge unterhalten, mehr als einmal nachdenken sollte. Aber ich glaube, im Endeffekt ist uns ein Comic gelungen, aus dem jeder Leser, egal welcher Weltanschauung, einen gewissen inhaltlichen Gewinn ziehen kann. Die fertigen Seiten werden eingescannt. Diese Scans kommen in die Druckerei und dann geht's los. Wenn ich mir den Comic jetzt anschaue, kann ich nur staunen. Aus einzelnen Bildern, aus kurzen Texten wird beim Betrachten ein Film. Es bewegt sich, die Figuren haben Leben, da sind interessante Perspektiven in Straßenschluchten, von oben, von Winkeln her, die man sonst gar nicht denken würde. Ich finde auch toll, dass im Comic mythische Figuren wie Basil und Basilea, die Gut und Böse darstellen, in so verschiedenen Formen auftauchen können, als Taube und Krähe, als Steinfiguren, sogar als Menschen. Und sie können dort ihren Kampf ausfechten und werden einem auch vertraut und man betrachtet das und lebt damit. Ich bin sehr begeistert, wie aus diesem Comic eine ganze Welt und etwas sehr Lebendiges entstehen konnte, was ich gar nicht erwartet hätte. Das Cover gibt viel zu diskutieren. Es soll neugierig machen, dramatisch sein, verdeutlichen, um welche Themen es geht. Und doch soll es nicht zu viel verraten. Nach rund 9 Monaten ist das Ziel erreicht. Basil erhält seinen ersten historischen Stadtcomic. Geschichte für Auge und Herz. Ein Comic mit Tiefgang. Nun kann man ihm nur noch eines wünschen. Eine große, interessierte Leserschaft.